So, Freunde des Lichts, weiter geht es mit einer neuen Episode von Final Fantasy 15. Ich habe die Quest abgegeben, die wir letztes Mal abgeschlossen haben, habe nochmal eine Mütze voll Schlaf genommen und jetzt machen wir uns mit dem Regal ja auf zu unserem nächsten Ziel, einem weiteren Jagdauftrag. Ich muss den Regal ja auch gar nicht nochmal separat irgendwie auf der Spur behalten, glaube ich, weil der gliedert sich so ein bisschen ein. Ich muss einfach nur den rechten Trigger gedrückt halten auf dem Xbox One Pad und der Rest erledigt sich von alleine. Wenn wir dann dort angekommen sind, können wir den Regal hier dann parken und können dann quasi zu unserem Ziel hinlaufen, wenn es irgendwo zum Beispiel in der Steppe ist, weil da können wir mit dem Regal hier nicht hinfahren. So, jetzt zum Beispiel. Macht das Sinn, dann zu sagen, okay. Aussteigen. Raus mit euch. Dann parkt er nämlich an der Seite und dann... Also los, Bewegung. Können wir dann nachher wieder zum Regalia hinlaufen, wenn es nicht zu weit ist? Oder wir können auch, wenn wir den Regalia in der Nähe haben, uns dorthin teleportieren, wenn man so will. Mist, ich hab Sand im Schuh. Schütt ihn halt aus. Ist die Aufgabe eigentlich aktiv? In der Klemme? Ja. So, da hinten sind schon die Gegner. Ich hatte übrigens 165 Erfahrungspunkte, die habe ich auf meine Charaktere verteilt, mit neuen Skills. Scheint, als wären wir fündig geworden. So, bam. Warum glaubst du, ist sonst ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt? Was war das gerade? Verdammt, Flink. Leg los, Pronto! Immer schön! Oh, der eine Gegner ist vergiftet durch Ignis. Das riecht nach Sieht nicht gut aus für uns. Gut, das war's. Geschafft. Zwar ein bisschen krampfig, aber was haben wir hinbekommen? Oh, hier gibt es noch was zum Einsammeln, sehe ich gerade. Das sehen wir anhand dieses Icons auf der Map. Hier. Schwarzsteinsplitter. Das sind Sachen, die wir nachher brauchen, um gewisse Gegenstände abzugraden. Oder für den Regalia. Das sind so Farben, die wir dann auf den Regalia pinseln können oder andere Designs drauf machen können. Das sind alles Sachen, die wir halt in der Welt finden, so. Ich habe auch mal Feuer ausgerüstet. Unten hier sieht man es. Da. Magie. Aber im Großen und Ganzen können wir das ja auch mal in einem Kampf einsetzen. So. Ich steige in den Regalia ein und wähle manuelles Fahren. So, los geht's. Weil wir können auch automatisches Fahren nutzen. Parkplatz nämlich bei Hammerhead. Kostet nicht viel, wir haben eine kurze Ladezeit und dann sind wir da. Gehen wir einkaufen. Ja, okay. So, weil der Auftraggeber ja eh direkt hier in Hammerhead ist, können wir dann die Quest abgeben und dann geht es wirklich zu unserem eigentlichen Ziel. Und fahren dann dahin. Hab mich richtig gut erholt. Bin bereit.
bereit für die nächste Etappe. Hey, wie ist die Lage? Beeindruckend. Wollt ihr was essen? Ich hoffe, es hat euch bei uns gefallen. Auch Essen brauchen wir gerade nicht. Ignis macht uns dann, wenn wir kennen, was Neues. Jetzt machen wir uns erstmal, wie gesagt, wieder auf den Weg mit dem Regal jetzt zu unserem eigentlichen Ziel und dann fahren wir. Wir fahren manuell. Ich finde das eigentlich immer ganz schick. Gehen wir. Los geht's. So, wir haben jetzt ja nur noch eine Markierung auf der Map, nämlich unser eigentliches Hauptziel, unsere Hauptquest. Fahren wir denn überhaupt richtig? Noch hier runter, oder? Wenden. Zoom. Wir haben mal die Kamera weit nach außen genommen, damit wir schön ein bisschen was von der Landschaft sehen. Weil wenn die Kamera so nah am Wagen ist, ich weiß nicht, bei Racing-Spielen finde ich das auch immer sehr anstrengend. Jetzt müssen wir rein theoretisch doch hier rechts ab, ja. Da, Galdinkai. Gut, das heißt, es ist nur noch LT drücken und die Fahrt genießen. Wir können auch Musik laufen lassen, aber ich habe so das Gefühl, dass dann irgendwie wieder Copyrights drauf sind. Deswegen lasse ich die Musik mal in dem Fall aus. Das heißt, wir werden auf den Fahrten keine Final Fantasy Soundtracks hören in diesem Let's Play. Sorry for that. Ist denn da eigentlich immer noch eine Markierung auf der Map? So, ich kann die... Warte mal. Das irritiert mich. Weg damit. Es läuft auch leider währenddessen keine andere Musik. Ach komm, lass uns mal was anhören. Glaube ich auch Kingdom Hearts Soundtracks, wenn ich mich recht entsinne. Packen. Das Parksystem wurde aktiviert und jetzt sind wir hier an dem Hotel angekommen. Wir sollen noch ein Paket abliefern. Gut. Hat Cindy gesagt. Das reicht fürs Erste. Bis du dich an die Straßen hier gewöhnt hast, übernehme erstmal wieder ich das Steuer. Ignis übernimmt automatisch im automatischen Modus das Fahren. Wenn du im Menü ein Ziel wählst, bringt er dich auf kürzestem Wege dorthin. Nachts, wenn sicher die Gegend unsicher machen, fährt Ignis jedoch nicht. In diesem Fall muss Noctis das Steuer übernehmen. Das stimmt, nachts fährt er nicht, nur tagsüber. Okay. Oh, wir haben ja ein Paket abzugeben. Moin. Ihr seid mit der Lieferung hier? Vielen Dank. Lass den Wagen einfach stehen. Ich kümmere mich drum. Umbra. Eine Lieferung? Guter Junge. Der Hund hat echt ein gutes Gespür. Ist ja auch kein gewöhnlicher Hund. Immer wieder schön, dich zu sehen. Wartet mal eben. Eine Blume. Aus solchen haben wir unsere Kronen geflochten. Ja, ich erinnere mich. Silblüten. Noct? Ja? Ich habe eine Bitte an dich. Würdest du dieses Buch bei deiner Rückkehr mit nach Hause nehmen? Klar. Und dann könntest du auch was reinkleben und es wieder zurück an mich schicken.
fertig. Pass gut auf dich auf. Du sagst es mir sicher sowieso nicht, aber... Dann spar dir die Frage. Wofür ist das Buch? War ein Versuch wert. Unsere Pflicht ist getan. Wir sollten zum Galdinkai weiterfahren. Aber er steht doch noch hier und hat noch was für uns. So mysteriös. Was steht denn in dem Buch drin? Komm, sag schon. Nein, das dürft ihr nicht wissen. Das ist mein geheimes Tagebuch. Nee. Okay. Wartet mal kurz. Bei der Lieferung eben war auch etwas für Meldatio dabei. Meldatio? Du meinst die Jägerzentrale? Korrekt. Ihr Vorsitzender ist gerade vor Ort. Könntet ihr ihm die Sachen bringen? Na, das macht den Braten jetzt auch nicht mehr fett. Macht das definitiv nicht. Und gibt uns vor allem noch ein paar Erfahrungspunkte. Nebenaufgaben. Eine Nebenaufgabe wurde aktiviert. Lege im Menü die Aufgabe... Lege Menü unter Aufgaben fest, welche Aufgabe du erledigen möchtest, um Zielort und Inhalt der Aufgabe zu verfolgen. Dave finden. Gute Dave. Versiegelter Brief. Ein Stück haben wir gekriegt. So, gucken wir nochmal. Aufgabe. Da. In die ewigen Jagdgründe. Die Jäger leben täglich mit dem Tod. Und viele von Daves Kollegen zahlen ihren mutigen Einsatz mit dem Leben. Noctis erklärt sich bereit, die Erkennungsmarke der Verstorbenen zu suchen, damit Dave sie den Hinterbliebenen überreichen kann. Gibt 500 Erfahrungspunkte und 10 Supertränke. Machen wir. Gürde. Was gibt's hier denn Tolles? Noct, sehen wir uns das mal an. Was? Ah, oh, hallo. Ah, sie hat Tränke und so weiter. Ja. Vielleicht kommen jetzt noch ein paar Supertränke für den Fall. Vielen lieben Dank. Hier gibt es Zutaten. Pökelfleisch. Machen wir mal 2 Stück. Schafsmilch. Ah, für das Essen. Okay, perfekt. Kaufen wir mal so 5 Stück. Was? Zweiter Ton? Ein zweifarbiges Design mit einer Kombination aus Schwarz und Weiß. Kann man einfach nichts falsch machen. Okay, kaufen wir. Final Fantasy 2 Hits. Oh. Warum nicht? Wir haben Geld. Paprika. Ja, okay. Schau mal wieder rein. Ja, was mach ich. Was hast du, Ignis? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Ach, weil wir dieses Material, weil wir die Zutat gekauft haben. Ignis so, ja, damit kann ich was kochen. Geil. Mann, wie das duftet. Hier können wir was spielen, ne? So ein Flipper. Boah, grad nicht. Wir wollen erstmal bei uns ihm hier... Wir wollen erstmal uns hier schlau machen über die Ortsinfos. Was interessiert euch? Das ist immer das Erste, was wir tun sollten, damit wir Refugien bekommen. Parkplätze. Schokobos, wo die sind und Ortschaften. Und Sammelstellen. So, das haben wir erledigt. Weiß ich gerade, was hatten wir so? Jetties. Giftnegation, schützt vor Gift, schützt vor Frosch. Ah, geil. Maximum MP plus 300. Kenis Fritten. Kenis Lachs. Angriffskraft plus 150, Verteidigung plus 200. Ich weiß nicht. Na komm, nehmen wir mal. 1400, oh, das ist aber teuer. Na komm, dann nehmen wir die Fritten. Dann haben wir auf jeden Fall mehr Lebenspunkte. Dürfen wir fast 1000 haben, glaube ich. Guten Appetit! Ja, Gladius hat 1000. Ja, wir haben 800. Ich glaube, das kann ich nachkochen. Leider in der Kartoffeln, ja. Da hat Ignis wieder was Neues aufgeschnappt. So, was hatten wir für Aufträge? Alle schwere Brocken. Ah, hier seht ihr schon. Es ist der erste Jagdauftrag, der nachts spielt, ne? Goblins sind das. Stufe 7. Aufbäumen der Gejagten. Es gibt selten Gegner,
die einzigartig sind, beziehungsweise es gibt öfters auch Kämpfe beziehungsweise Jagdaufträge gegen gleiche Gegner. Das heißt also, welche, die wir schon kennen, halt auf einer höheren Stufe. Aber jetzt zum Beispiel das hier ist ein Boss. Das heißt also, das Vieh ist relativ stark, deswegen können wir das auch noch nicht machen, vor allem Stufe 18. Aber dafür gibt es halt auch den höchsten EP-Bonus, plus es gibt das meiste an Jagdmarken. Unser Jägerrang steigt dadurch enorm, aber die Kämpfe sind relativ schwer. Es gibt einen Jagdauftrag, das war der letzte, den ich gemacht habe auf der PlayStation 4, das war Level 99. Nacktwurst. Aber den habe ich dann auch geschafft und den werden wir hier in der Windows Edition auch machen. Hoffe ich mal. Aber den könnten wir annehmen. Stufe 7 nachts, kein Problem. Gute Wahl. Das klingt nach meiner Kragenweite. Die Beute für diesen Jagdauftrag ist nachtaktiv. Der Auftrag lässt sich daher nur nachts erledigen. Ja. Bis zum Einbruch der Dunkelheit warten? Nein. Das machen wir noch. Bei nichts Zeiten. Überstürzen. Aber nicht jetzt. Wir erledigen das und wann anders. Echt unheimlich. Beliebt bei den Kindern wie Krähen. Kennys frisch frittierte Fritten. Am besten schmeckt's, wenn's allen schmeckt. Man schlemmert gut im Krähennest. Soll das ein Vogel sein? Voll süß, oder? Geht so. Schön amerikanischer Truckstop ist es hier so. Das hat zumindest was davon. So, Davey Dave, der hat ja noch die Aufgabe, so, das da. Da steht er auch schon. Da liegt noch was. Ein Super Elixier, perfekt. Oh, ihr seid's. Danke für die Hilfe neulich. Eine Lieferung für dich. Ach so, entschuldigt die Umstände. Und wieder ein paar mehr. Die Lieferung? Was war da drin? Das sind Erkennungsmarken. Schon mal welche gesehen? Jeder Jäger trägt so eine. Sind das Plaketten mit Namen drauf und so? Wenn du sie hast, dann heißt das wohl... Ja, wir leben ständig mit dem Tod. Und wenn's uns erwischt, bleibt nur das von uns übrig. Wir sammeln die Marken und schicken sie den Hinterbliebenen. War gerade im Begriff, die Umgebung hier nach welchen abzusuchen. Traurige Sache. Hört mal, wenn ihr zufällig welche finden solltet, dann liefert sie doch bitte bei mir ab. Okay, wird gemacht. Nicht weit von hier soll es neulich einen Jäger erwischt haben. Fragt am besten auch mal unseren hiesigen Kontaktmann. Das werden wir tun. Erkennungsmarken also. Für die Hinterblieben. Nun wichtig, um Abschied nehmen zu können. Sicher nicht leicht. Ach, es ist der Typ in dem Laden. Ja, mal beim Informanten umhören. Genau. Fragen wir den mal. Willkommen. Was darf sein? Das ist hier los. Aufgabeninfos wurde eingezeichnet. Die Erkennungsmarke finden. Gut. Habt vielen Dank. Gut, jetzt haben wir eine neue Aufgabe, die Marken zu finden. Und da machen wir uns jetzt auf den Weg dahin. Ist auch gar nicht mal so weit weg. Können wir hier hinter dem Restaurant einfach in die Richtung laufen. Die Marken dann dementsprechend einsammeln. Aber wer oder was hat diese Leute angegriffen und getötet? Das ist die Frage. Flitterst du mit Luna nach der Hochzeit eigentlich direkt zurück nach Insomnia? Nee, irgendwann schon.
Aber sicher nicht sofort. Mann, kann immer noch nicht glauben, dass du heiratest. Wie fühlt man sich so kurz vor dem großen Augenblick? Wie immer. Das kam von da drüben. Da ist ja der Gegner. Was läuft weg? Hier entlang, glaube ich. Aber hier ist noch so eine Sammelstelle. Da gehen wir noch kurz lang und holen uns noch das, was hier ist. So. Oh, was für eine hübsche Farbe. Einmal nur um den Felsen hier rum. Man hört sich schon. Stufe 2. Lasst uns ein paar Knochen brechen. Ihr seid keine Gegner für mich. Oh ja, Knochen brechen. Bam! Anfällig gegen Eis, ich hab kein Eis. Keiner verletzt. Null Problemo. So. Da ist die Erkennungsmarke. So, dann gehen wir wieder zurück zu Davy Dave und sagen ihm Bescheid, dass wir die Erkennungsmarke haben. Gegen Level 2 Gegner verlieren. Lull. Was für Lappen schickt der denn los? Wolkenlos. Ja. Ja. Warte mal das Ende vom Spiel ab, das ist nicht mehr so ganz wolkenlos. Neue Nebenaufgaben werden auf der Karte mit dem Symbol Fragezeichen markiert. Wir bekommen hier die ganze Zeit Tipps vom Spiel, aber ich glaube, die stelle ich irgendwann mal aus. Ihr habt die Marke gefunden? Vielen Dank. Ach. Nicht der Rede wert. Diese Suchen stimmen mich immer traurig. Jede Marke, die man findet, schnürt einem die Kehle zu. Am besten nicht groß drüber nachdenken. Aber das ist natürlich viel leichter gesagt als getan. Trotzdem ist es wichtig, dass wir sie sammeln. Sonst bleiben die Jäger auf ewig vermisst. Und das wollen wir ja auch nicht. Nee, auf keinen Fall. Wir Jäger haben nun mal einen gefährlichen Beruf. Also sammelt die Marken ein, wenn ihr welche findet. Machen wir doch glatt. Super Drang, 10 Stück. So. Wir können rein theoretisch mit dem Auto weiterfahren. Oder wir warten bis nachts und machen dann noch unseren Jagdauftrag. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Dann machen wir das noch. So, wir können hier übernachten. Hier können wir einen Schokobo rufen. Hm, was gibt's? 150? Was ein Halsabschneider. Wirklich nicht? Schlaf ist erholsam. Ja, schon gut möglich. So, wo ist denn hier das Ziel? Wie weit ist das denn weg? 472 Meter. Können natürlich gucken, ob ein Refugium in der Nähe ist. Das wäre natürlich eine bessere Möglichkeit. Hier gibt es eine neue Sidequest, aber die ist ein bisschen weiter weg von unserem eigentlichen Ziel. Da ist ein Refugium. Direkt in der Nähe. Dann würde ich sagen, fahren wir dorthin mit dem Auto. Oder hier zum Parkplatz und laufen dann zum Refugium rüber. Ja, perfekt. Lasst nichts liegen. Und wenn Ignis fährt, ist es, glaube ich, kostenlos. Aber wir haben dadurch
kein Ladescreen. Das heißt, wir gucken weiterhin der Fahrt zu. Und oben seht ihr auch Start, Ziel. Nun zur nächsten Meldung. Heute äußerte sich auch Prinzessin Luna Freya von Tenebrae zu dem geplanten Friedensabkommen. Das Lutz-Sesel-Niflheim sich auf Frieden verständigen konnte, erfüllt mich mit großer Freude. Was meine Vermählung mit Prinz Noctis von Lutzis betrifft, so möchte ich unbedingt Folgendes klarstellen. Besorgte Stimmen fragen sich, was nun aus der Kanadi wird. Kann ich diese Funktion weiterhin wie gewohnt erfüllen? Ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich mein Amt unverändert ausüben werde. Wie gehabt, werde ich auch in Zukunft alle Regionen von Eos bereisen. Und meine Gebiete werden nicht verklären. Es heißt, dass Prinzessin Luna Freya in Vorbereitung der Hochzeit Tenebrae schon bald verlassen werde. Bis zur Schließung des Ehebundes werden all ihre Verpflichtungen als Kanagi ruhen. Die Hochzeit ist Teil des Abkommens? Natürlich. Reine Formsache. Soll wohl ein Symbol des Friedens sein. Also eher eine Art von Zweckehe. Nun, die Prinzessin scheint trotzdem nicht abgeneigt zu sein. Genau wie unser Nackt. Bei so einem Fashion Boy. Aber ja, es ist eine Zwangsehe. Haben die richtig erkannt. Was denn? So, jetzt muss ich mal doch hier näher an die Karte ran. Ich muss nämlich dahin. Etwa schüchtern? Schwör ab. Schwör ab, halt die Fresse. So, jetzt haben wir hier ein zertrümmertes Haus. Da liegt doch was drin. Sehe ich doch direkt. Rotsteinsplitter ein Stück. Aber ansonsten ist nichts hier. So, erstmal geht's zum Refugium. Und hier können wir noch Feuer absorbieren. Wir haben es fast voll. Ein bisschen noch. In der Nähe von den Refugien sind auch immer Stellen, wo wir was sammeln können. Hier zum Beispiel ist noch Blitz und Eis in der Nähe. So, wir sammeln die Energie noch ein, der einzelnen Elemente. Und können sie dann im Kampf gegen die Gegner verwenden. Wir können auch Elemente miteinander kombinieren, das geht auch. Und dadurch bekommen wir halt entweder stärkere Elemente oder andere. Es gibt dann nämlich so ein Menü. Und zwar bei Magie. Fülle Elementarmagie, die du absorbiert hast, in Magieflakons ab. Die so erstellten Zauber kannst du im Ausrüstungsmenü anlegen und im Kampf einsetzen. Arkanes Weben. Jetzt wird's interessant. Du kannst unterschiedliche Elementarmagie auch zu Zaubern mischen. Pass auf die Menge der verwendeten Elements an. Passe die Menge des verwendeten Elements an und füge gezielt Katalysatoren hinzu, um Zauber aneinander zu ketten oder besondere Zusatzeffekte zu erzielen, beispielsweise das Ziel zu vergiften. Genau. Es gibt ziemlich bei den Zaubern, dass wir unterschiedliche Zauber, wie gesagt, Feuer oder jetzt hier Blitz miteinander kombinieren können. Eine Menge und dann können wir gucken, was bei rumkommt. Synthese. Blitz haben wir jetzt 3 Stück. Können wir rein theoretisch ausrüsten. So, warte mal. Diesen Faktor ist bereits Magie. Um einen neuen Zauber darin abfüllen zu können, musst du ihn erst entleeren. Achso. No, passt schon. Aber das Kombinieren, das machen wir wann anders. Dazu brauchen wir auch noch weitere Elemente. Inhalt wegwerfen. Linker Stick. Feuer dreimal wegwerfen. Nö. Na gut, lassen wir mal so. Dann machen wir das Weben ein anderes Mal. Wir gehen jetzt erstmal zum Refugium und pennen eine Nacht. Wollen wir hier campen? Ja. Bis abends warten. Ja, wobei wir mit Zelten ist es dann direkt wieder morgens. Ne, dann warten wir bis abends. Ja. Dann machen wir die Quest jetzt. Und dann kommen wir nochmal hierhin zurück und schlafen, damit wir unsere Erfahrungspunkte bekommen.
dann starten wir wieder am nächsten Tag in ein neues Abenteuer. Wir können dann auch später zu dem Typen zurückgehen und die anderen Jagdaufträge dann erledigen. Aber damit ihr einmal gesehen habt, wie so Kämpfe halt nachts ablaufen. Die Beute hier ist besonders lichtscheu und kommt erst nachts aus ihrem Versteck. Ja, weiß ich. Ja, wir können den Weg zum Refugium anlassen da hinten. Damit ich weiß, wo ich hin muss. Es dauert manchmal, bis die Gegner auftauchen. Dann muss es erst eine gewisse Uhrzeit sein. Deswegen müssen wir jetzt erstmal noch kurz warten, bis die Gegner sich zeigen. So, das wäre erledigt. Wirklich? Schon wieder? Ihnen wird Hören und Sehen vergehen. Na. Oh. Sie hat nichts. So, jetzt haben wir das Jagdziel endlich abgeschlossen. Das waren die letzten. Und jetzt geht es wieder ab zum Refugium zurück. Dann werden wir eine Runde pennen und machen uns dann am nächsten Tag auf den Weg wieder zurück zum Auftraggeber. Die Quest gebe ich dann natürlich ab, weil ich möchte auch gerne die Belohnung dafür haben. Aber das mache ich offscreen und dann sehen wir uns dann wieder und fahren dann Richtung Hauptziel. Damit wir auch noch ein bisschen was sehen von der Geschichte, die hier passiert. Und uns nicht nur mit Monstern kloppen müssen, weil das werden wir im Spiel zwangsweise eh oft genug machen müssen. Von daher denke ich jetzt mal, ist das jetzt auch nicht so tragisch. So. Da werden wir. So, und da die Cutscenes... Die Cutscenes sich nicht großartig von den anderen unterscheiden, würde ich auch gut gelaunt sagen, machen wir hier jetzt an dieser Stelle erstmal Schluss. Und ich sage vielen Dank fürs Zusehen bei dieser Episode von Final Fantasy 15 der Windows Edition. Wir gehen das nächste Mal, wie gesagt, Richtung Galdinkai. Wir haben jetzt diese Quest erledigt, die Dave für uns hatte, und haben jetzt noch ein paar Monster erledigt. Und dann geht's in der nächsten Folge auf zum Strand. Also, bis zum nächsten Mal bei Final Fantasy 15.